Hallo, ich freue mich, dass du wieder den Weg gefunden hast in allerlei Raum, meinem Videokanal hier auf YouTube. Heute wieder mit dem Thema Astrologie und Heilsteine. Denn zum Zeichenwechsel der Sonne in den Krebs habe ich wieder ein Webinar abgehalten und es ging über die Steine des Krebs. Und davon habe ich dir die Präsentation wieder aufgezeichnet und du kannst sie dir jetzt bei mir ansehen. Viel Spaß. Der Herrscher des Krebs ist der Mond und sein Element ist das Wasser. In dieser Zeitqualität fühlt man sich zu seiner inneren Gefühlswelt mehr hingezogen und ja, das liegt dann auch daran, das Wasser symbolisiert sowohl Emotionen als auch das Unterbewusstsein und unseren Ursprung. Und Wasser dringt in die Tiefe. Krebsgeborene haben eine starke Verbindung mit ihrer Vergangenheit und zu ihrer Familie. Sie benötigen Wärme und Geborgenheit. Krebse sind sehr sensibel und empfindsam und nehmen die Realität über ihre Gefühle und Verbundenheit mit allem wahr. Der Krebs ist also wie das Wasser ein nach innen gewandtes Wesen und benötigt Heilsteine, die seine Sensibilität und seine starke Emotionalität unterstützen, ohne seine innere Unruhe zu stark werden zu lassen. Typisch für Krebsgeborene ist die Beschäftigung mit der Vergangenheit und mit Erinnerungen und daher sollten seine Steine sein Erinnerungsvermögen und die Suche nach Erkenntnissen aus der Vergangenheit fördern. Die erste Dekade geht vom 21.06. bis zum 1.07. Hier ist Dekadenherrscherin Venus. Und jetzt nach der Entwicklung des Verstandes in der Zwillingsphase wird nun die Gefühlsnatur entwickelt. Unsere weiche und empfindsame Seite zeigt sich und auch die Romantik. Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit wächst und wir suchen den gefühlsmäßigen Austausch mit unserer Umwelt. Krebse der ersten Dekade sind sehr empfänglich für die Schwingungen ihrer Umwelt und entwickeln in der ersten Dekade ihre Liebes- und Hingabefähigkeit und sie streben nach Harmonie. Also so, das ist ja Venus-Style, ne? Die entsprechenden Steine dieser Ka der entsprechende Stein dieser Dekade ist der Rosenquarz. Hier haben wir auf dem Bild Rosenquarz Kristalle, also Rohkristalle, leicht angetrommelt. Also gut auch für Energetisierung von Wasser geeignet. Der Rosenquarz, der bringt die Gefühlsseite zum Vorschein. Er öffnet das Herz und macht weich und empfindsam. Rosenquarz stärkt den Kontakt mit der eigenen Innenwelt, bringt Bewusstsein für tiefliegende Sehnsüchte wie Liebe, Geborgenheit und Verbindung mit dem Ursprung. Der Rosenquarz hilft, sich selbst und seine Bedürfnisse anzunehmen, sich selbst zu lieben, macht einfühlsam und hilft, andere Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Im Herzen wächst die Erkenntnis, dass es keine Trennung gibt und alles miteinander verbunden ist. Man lernt Selbstfürsorge und kann sich dann auch besser um andere kümmern, entwickelt Urvertrauen und der Rosenquarz fördert Liebe, Mitgefühl und Hingabefähigkeit. Er ist auch ein wichtiger Stein in unserer Heilsteinapotheke, denn er hilft bei vielen Herz-Kreislauf-Beschwerden. Und Rosenquarz wirkt stärkend auf das Herz, so hilft er bei Herzrhythmusstörungen und Herzrasen, aber auch bei Beklemmungsgefühlen im Herzraum und Herzängsten. Der Rosenquarz wirkt kreislaufstabilisierend, verbessert die Durchblutung, stimuliert die Sexualhormone und steigert die Fruchtbarkeit.
Die zweite Dekade ist vom 2.7. bis zum 11.7. Hier ist der Dekadenherrscher Merkur. Daher steht hier die Erinnerungsfähigkeit der Krebse im Vordergrund. Krebsgeborene haben einen starken Zugang zur Bilderwelt ihres Unterbewusstseins und ihre Gefühle schaffen eine Verbindung zur Vergangenheit. Nicht selten interessieren sich Krebse daher auch für Ahnenforschung und Geschichte und in der Regel haben sie sehr viel Fantasie. In dieser Zeitqualität empfindet man sich als Teil des Ganzen. Man weiß, woher man kommt, welche Erfahrungen man gemacht hat und was einen geprägt hat. Und der Stein, der diese Qualitäten widerspiegelt, das ist der Labradorit. Auf dem ersten Blick eher unscheinbar grau, zeigt er im Licht seine schönste Farbvielfalt. Links seht ihr Trommelsteine und rechts ein Labradorit Cabochon, den ich mit Schmuckdraht in einen Lebensbaum eingefasst habe. So wie der Dekadenherrscher Merkur Licht in die Gefühlswelt bringt, so hilft der Labradorit ins Unterbewusstsein vorzudringen. Er öffnet den Zugang zu alten Bildern, Gefühlen und Erfahrungen und bringt sie ins Bewusstsein. Da er nicht nach gut oder schlecht unterscheidet, können diese sowohl angenehm als auch schmerzhaft sein. Der Labradorit gibt dabei aber die Möglichkeit, sich vollständig zu erinnern und Illusionen aufzulösen. Wir verdrängen ja gerne Unangenehmes oder lassen es in der Erinnerung schöner erscheinen. Das löst er dann eben halt auf. Und durch das Auflösen der Illusionen können dann neue Schlüsse gezogen werden. Und dadurch fördert er Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung. Der Labradorit regt außerdem die Fantasie an und fördert die Kreativität. Er bringt vergessene Talente und Fähigkeiten, Ziele und Absichten in Erinnerung, schenkt Gefühlstiefe und eine gute Intuition. Körperlich wirkt er beruhigend und ausgleichend. Er stabilisiert den Säure-Basen-Haushalt und hilft auch bei Rheumatismus. Die dritte Dekade ist vom 12.7. bis zum 22.7. Der Dekadenherrscher ist der Mond, in dieser Phase also ein Doppelherrscher, der auch Herrscher des Zeichens ist. Die Kraft des Elements Wasser ist hier also sehr ausgeprägt. Die Grenzen des Verstandes werden hier überschritten. Sich dem Fluss des Lebens hinzugeben, ist in dieser Zeitqualität leichter. Und wir sind intuitiver. Krebsgeborene der dritten Dekade mit einem entwickelten Bewusstsein sind sehr gut im Rhythmus der Natur eingebunden. Sie reagieren zwar sensibel auf die Einflüsse ihrer Umgebung, aber sie haben genug Urvertrauen und Anpassungsfähigkeit entwickelt, auch auf Umwege zu ihrem Ziel zu gelangen. Ganz intuitiv aus ihrem inneren Wissen heraus folgen sie dem Fluss des Lebens. Und der passende Stein dieser Dekade ist natürlich der Mondstein. Ihr seht hier links Regenbogenmondsteine einmal als Rohsteine und als Trommelsteine und auf dem rechten Bild seht ihr Mondsteinperlen, die ich in einer Mala verarbeitet habe und diese Mala heißt dann auch Luna. Wo bin ich? Da. Der Mondstein sensibilisiert und fördert das Wahrnehmungsvermögen. Man reagiert zwar sensibel auf Umwelteinflüsse, kann sich aber auch schnell anpassen. Er schärft das Bewusstsein für den eigenen inneren Rhythmus und hilft, wieder in Übereinstimmung mit dem Rhythmus der Natur zu kommen. Also sprich Jahreszeiten, Rhythmus, Mondzyklen, Tag und Nacht. Also wenn man da bisher ein bisschen entgegen dem Rhythmus lebt, kann man mit Hilfe des Mondsteins wieder in diesen Rhythmus reinfinden. Er wirkt daher auch förderlich auf den weiblichen Zyklus und die Fruchtbarkeit.
Außerdem harmonisiert er das Gefühlsleben, regt Träume und Visionen an, fördert auch die Intuition. Und bei zunehmendem Mond eingesetzt, hilft er, Wachstum zu fördern und seine Wirkung allgemein ist verstärkt. Auch der Mondstein gehört in die Heilstein-Apotheke. Körperlich reguliert er den Hormonhaushalt und kann bei Schwellung und Ödem eingesetzt werden. Das sind ja auch Wassereinlagerungen. Dann aber am besten bei abnehmendem Mond. Ja, und damit kommen wir schon zu den Ausgleichssteinen. Bei starken Stimmungsschwankungen helfen dem sensiblen Krebs Ausgleichssteine. Und das wären als erstes der Amazonit. Links kleine, bunte Amazonit-Trommelsteine und rechts größere Trommler im typischen hellgrün mit so einem leichten Stich ins Türkis, was man jetzt hier auf den Bildern gar nicht so gut sieht. Der Amazonit sorgt auch für emotionalen Ausgleich, harmonisiert Verstand und Emotionen. Er gibt ein Gefühl der inneren Ruhe, schenkt Urvertrauen. Körperlich ist er gut für den Stoffwechsel. Er wirkt nämlich positiv auf Leber, Galle, aber auch Sehnen und Gelenke. Er ist gut für das Gehirn und das vegetative Nervensystem. Und er wirkt krampflösend. Und da fällt mir gerade etwas Wichtiges zu ein, weil es aktuell einen Klienten betrifft und ich es auch schon selbst erlebt habe. Also auch bei der Anwendung von Heilsteinen kann es zu einer Erstverschlimmerung kommen. Und wie in der Homöopathie ist es auch hier ein Zeichen, dass etwas in uns mit dem Stein oder dem Mittel arbeitet. Man kann dann, also gerade wenn die Erstverschlimmerung sehr stark ist, kann man die Anwendung etwas regulieren und anders dosieren, niedriger dosieren, nicht so oft den Stein auflegen oder wie auch immer und weiter beobachten. In der Regel ist es aber so, dass wenn eine Erstverschlimmerung einsetzt, auch eine Besserung eintreten wird. Denn die Resonanz ist ja offensichtlich da. Kommen wir aber nur zum nächsten Ausgleichsstein, dem Karneol. Auf dem Bild seht ihr kleine Karneol-Trommelsteine. Der Karneol schenkt Mut und gibt Stehvermögen. Er verhindert sich zu leicht beeinflussen zu lassen. Der Karneol gibt Kraft, sich zu überwinden und aktiv zu werden. Er hilft, Ziele zu verwirklichen und lenkt die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt. Er verbessert die geistige Aufnahmefähigkeit und macht auch kontaktfreudig. Körperlich regt er Kreislauf und Durchblutung an und fördert die Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen und Mineralstoffen. Der nächste Ausgleichsstein für den Krebs ist der Calcit. Links seht ihr Orangen-Calcit-Chips, Ruhe, und links rechts getrommelten Honig-Calcit. Der Calcit macht standhaft und fördert das Selbstvertrauen. Fördert das Selbstvertrauen. Beschleunigt notwendige Entwicklung. Hilft, Ideen umzusetzen. Der Calcit wirkt positiv auf Angst und Melancholie. Der hilft uns außerdem, Herausforderungen zu meistern und erstärkt das Gedächtnis. Auch er ist Bestandteil der Heilstein-Apotheke. Denn körperlich verbessert er den Calciumstoffwechsel und hilft so bei Knochenerkrankungen, also sprich Osteoporose, Arthrose, aber auch bei Brüchen hilft er schneller zu verheilen. Er lindert Entzündungen, stärkt das Immunsystem und er verbessert die Blutgerinnung. Der letzte Ausgleichsstein
Oh nein, ein bisschen verrutscht. Der letzte Ausgleichsstein für den Krebs ist eigentlich kein Stein, weil keine Kristallisierung stattgefunden hat, der Bernstein. Es ist nämlich fossiles Harz von Bäumen, Jahrmillionen alt, und man findet es oft an Ostseestränden, so auf dem linken Bild zu sehen. Rechts seht ihr einen sehr dunklen Bernstein als Donut an einer Maler. Der Bernstein gibt den Glauben an die eigene Kraft zurück und lässt das innere Licht wieder strahlen. Bernstein schenkt Sicherheit und Geborgenheit. Er macht vital, fröhlich und kreativ. Bernstein regt das positive Denken an. Und körperlich ist er gut für viele Organe wie Magen, Leber, Galle, aber auch für Gelenke, Haut und Schleimhäute, Drüsen und Darm. Kindern hilft er beim Zahn, das dürfte den meisten bekannt sein, aber er hilft auch bei Allergien, Rheuma und Diabetes. Jawohl, und das waren schon wieder die Steine des Krebs. Ich danke euch für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Ja, das war dann halt die Präsentation zu den Steinen des Krebs, und im Webinar selbst ging es dann noch weiter mit einem regen Austausch. Etwa eine Stunde setze ich immer an für das Webinar, und kurz bevor wir uns verabschiedet haben, kam dann aber noch eine Teilnehmerin ins Meeting, die das vorher schon häufiger versucht hat und wo die Technik dann immer nicht so ganz mitgespielt hat. Deswegen ließ ich sie dann noch rein, eigentlich um sie dann doch wieder zu verabschieden. Aber dann brachte sie ein so sehr passendes Thema zu den Krebsenergien mit, dass wir dann bestimmt noch gut 2 Stunden überzogen haben. Und ja, das ist natürlich nie so wie geplant in diesen Webinaren, aber immer sehr inspirierend, und es bringt dann nochmal tiefere Einblicke. Wenn du also dabei sein möchtest, mal bei so einem Webinar, dann schreib mich einfach an, und dann schicke ich dir die Zugangsdaten für das Zoom-Webinar zu. Das findet an jedem dritten Mittwoch im Monat statt, immer um 19.30 Uhr. Du findest meine Kontaktdaten in der Videobeschreibung. Also ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst und wenn wir uns dann im nächsten Meeting wiedersehen. Ich freue mich auf dich. Bis bald.